Jo, Jungs, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute ist der Plan, dass wir in den Nether gehen und auf jeden Fall viele, viele Level farmen. Und natürlich hoffe ich, dass wir diesmal auch nicht sterben werden. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir nun mal keinen Tod hier erleiden werden. Mein Ziel ist es heute eigentlich so mit 36 Level mindestens rauszugehen, dass wir wirklich diesmal all unsere Dia-Tools ordentlich enchanten können, hoffentlich. Zählt ja auch das Glück beim Enchanten der Tools. Aber mal sehen, was wir hier heute rausholen. Ne? Das Gute, dadurch, dass wir mittlerweile so gutes Equipment wirklich haben, komme ich halt nahezu wirklich keinen Schaden. Ich möchte nicht sagen, dass ich hier nicht sterben werde, weil wenn ich sowas sage, sterbe ich direkt. Kennt ihr ja schon. Aber ich würde behaupten, dass ich echt ein kompletter Noob bin, wenn ich hier sterbe. Ja, okay, wenn ich jetzt in Lava springen würde, dann wäre es natürlich suboptimal, weil dann würde ich definitiv sterben, denke ich. Und mein Stuff würde dazu verbrennen, was echt... Also das, da wäre ich echt mad diesmal. Da wäre ich echt mad, aber hoffen wir einfach mal, dass ich nicht so dumm bin. Also wirklich, jetzt hoffen wir einfach mal, dass ich nicht so blöd bin. Betonung liegt einfach auf hoffen, weil, keine Ahnung... Kann genauso gut sein, dass ich einfach in Lava springe aus Versehen und sterbe. Dann wäre ich... Nee, ich will gar nicht ausmalen, dass das passiert, bin ich ehrlich mit euch. Nur Nether ist immer so eine lucky Sache. Vielleicht stirbt man, vielleicht auch nicht. Da hinten ist eine Festung, eine richtig fette Festung. Mal gucken, vielleicht erkunde ich die auch. Je nachdem, wie lucky das hier alles wird. Und hallo, lieber Gast. Ach, bitte hör auf, so zu stöhnen die ganze Zeit. Alter, wie diese Viecher immer stöhnen, ne? Das ist... Echt unfassbar, wer sich diesen Sound ausgedacht hat oder diesen Sound gemacht hat, der dachte sich echt, oh Gamer, alles gut, stört gar nicht, kommt dir schon mit klar. Das ist ja, dein Kopf fliegt gefühlt weg, wenn du das ja dreiviertel Stunde anhören musst. Lass mich in Ruhe, lieber Gast, lass mich in Ruhe. Junge, na, Stress oder was, hä, ja, juckt ihn gar nicht. Ich interessiere ihn einfach überhaupt nicht. Jetzt ignorierst du mich nicht mehr oder was? Oh, shit. Oh, ich habe keinen Bogen oder so. Das ist mein Problem. Bogen könnten wir uns auch mal machen und enchanten. An einen Bogen denke ich immer gar nicht. Ich weiß gar nicht warum. Also Level 36 wird auf jeden Fall locker. Kriegen wir locker easy hin. Ich muss halt wirklich nur sehen, dass ich durchgehend ein bisschen konzentriert bleibe. So, keine Ahnung, es ist halt am Ende auch nur Netherquarz abbauen. Durchgehend jetzt die ganze Zeit hier 100% konzentriert und aufpassen, was ich tue, kann ich nicht. Und wenn das alles weiter so läuft wie jetzt, dann sollte das kein Problem sein mit den 36 Leveln. Ich bin jetzt gar nicht so lange hier im Nether, deswegen alles entspannt. Wo ich auf jeden Fall, was ich machen würde wollen, wäre auf jeden Fall nochmal eine Nether-Festung looten. Weil in diesem Nether hier finden wir ja dann noch Sättel und Rüstungen für Pferde, die denke ich nochmal ganz gut sein könnten. Leute, ich esse mich übrigens die ganze Zeit was. Ich hoffe, das ist noch niemandem aufgefallen oder hat noch niemanden gestört. Falls ja, stört es euch jetzt. Aber, keine Ahnung, wenn ich so normal farme, dann brauche ich nebenbei was zu tun, sonst werde ich ja richtig müde am PC. Also so richtig, richtig müde. Und dann geht es mir gar nicht mehr gut. Da rede ich auch in der Aufnahme, als würde ich die ganze Zeit flüstern und sowas. Finde ich gar nicht okay. An meine männlichen Zuschauer da draußen, vor allem jetzt nicht im Winter, aber im Sommer, kennt ihr das? Ich habe letztens mit meinen Kumpels darüber geredet, Alter, und niemand kannte das, beziehungsweise nur ein, zwei. Und ich habe so, Jungs, warum kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel draußen seid oder so, im Sommer vor allem, und ihr schwitzt, und dann kleben eure Eier an euren Beinen, an euren Schenkeln fest? Junge, das ist so ekelhaft, und dann schleift ihr die ganze Zeit damit, oh no, Mist, dann schleift ihr die ganze Zeit, okay, komm, ich schieße, Junge, ich mach dich kaputt. Auf jeden Fall schleifen eure Eier dann durchgehend an euren Schenkeln vom Bein, und ihr denkt euch so, was abgeht, und dann brennt das am Abend richtig, weil eure Haut gefühlt aufgeschürft worden ist. Okay, so schlimm jetzt nicht, aber sie ist rot, weil die halt durchgehend an eurem Bein geklebt haben, und dann seid ihr damit gelaufen und ihr dachtet euch die ganze Zeit, fuck, was mache ich hier, und das ist auch richtig, richtig unangenehm, ne? Und wenn ihr dann, ihr könnt ja auch nicht einfach dann an die Hose fassen und euer Ei befreien, weil vor allem in der Schule wird das ein bisschen schwer und ein bisschen sehr komisch, denke ich. Das geht doch nicht. Und wollen wir den Enderman fighten? Ey, Enderman, komm, ey,
Okay, er will unscheinbar nicht fighten, dann nicht. Nur Safe Call, ein paar werden das doch kennen, oder? Also falls ihr das kennt und ihr gerade einfach fühlt, was ich erzählt habe, bitte einfach in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ja, das nervt manchmal so, das stört mich richtig. Ich habe auch letztens einen Beitrag, Leute, ich habe letztens einen Beitrag gesehen von irgendeiner mächtigen Zeitung, von so einer Klatsch- und Tratsch-Zeitung. Und da haben die irgendein Bild von einer Instagramerin gepostet, keine Ahnung welche oder welche Instagramerin oder welches Bild es war. Weil es war so ein Bild, da war so eine Frau drauf, die hat gerade halt ein Bild von sich gemacht und im Hintergrund waren so zwei Frauen im Urlaub. Und die eine hat sich halt gerade aus ihrer Arschritze ihren Tanga oder Schlüpfer oder was auch immer gezogen. Die Klatschzeitung meinte so, yo, wie schlimm und wie eklig und das geht doch gar nicht und bah und hier und da. Und ich habe mir das Bild angeguckt und dachte mir so, yo, aber... Also fühlt ihr nicht den Moment, wenn einfach euer Schlüpfer an eurer Arschritze klebt, also wirklich klebt, und ihr den halt mal rausziehen müsst, so ist es nicht, macht es nicht jeder irgendwann mal, weil der einfach da drin hängt und ihr euch denkt, scheiße, wie ekelhaft ist das gerade und wie unangenehm ist das gerade, und dann zieht ihr ihn halt einfach raus, so. Ist das schlimm? So, findet ihr das richtig, richtig ekelhaft? Ich finde das null schlimm, ich fand das auch null schlimm auf dem Bild, so sah vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber ist halt so, hat halt jeder irgendwann mal, dass sie wieder nichts zum Berichten gefunden haben und dann haben sie das Erstbeste gesehen, was oder gefunden was, oder genommen, was sie gesehen haben. Und du denkst dir einfach nur als Leser, Jungs, ich weiß auch nicht, was, so die Verfasserin muss doch dann irgend so eine Frau sein, die so, aber so richtig, wisst ihr, so richtig hochnehmen und vornehmen, so richtig so, was? Du wäschst dir, wenn du zockst, mal nicht die Hände, wenn du auf Klo warst, weil du gerade ein Game zu Ende zocken musstest. Was geht denn bei dir? Boah, das ist so eklig. Ich geb dir nie wieder die Hand. So mäßig, wisst ihr? Wisst ihr, wenn ich zocke und es dann schnell gehen muss, dann renne ich halt einfach und dann muss es halt auch mal schnell gehen und dann wasche ich mir vielleicht auch mal nicht die Hände, okay? Nur das passiert halt nur manchmal, okay? Das passiert nicht oft. Und dann muss man doch nicht so tun, als wäre es das schlimmste Verbrechen der Welt und ich hätte hier gerade eine Straftat begangen. Also vor allem diese Klatsch- und Tratsch-Zeitungen sind ja manchmal echt der reinste, nee, einfach nur zum Lachen. Keine negative Stimmung hier, aber das finde ich echt schlimm. So Leute, wir sind jetzt übrigens schon bei Level 41. Mal gucken, also wenn es so weitergeht, schaffen wir heute gefühlt auch noch Level 50 so. Also wenn ich jetzt hier nirgendwo in die Lava springe, weil ich einfach blöd bin. Das Gute ist, wir kriegen einfach nie Fall Damage, weil wir einfach Federfall 4 haben und das ist so Luxus. Oh, hallo Dicker. Komm. Ja, 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 Gasträne. Sehr nice. Die Gasträne, also ich will nicht sagen, sie war wichtig, aber es war echt gut, dass wir die bekommen haben. Also der spawnt einfach direkt vor uns. Nein, 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 nein. Ganz ungünstig gerade. Oh mein Gott. Warum, weißt du, dieses Vieh greift mich nie an. Schon die ganze Zeit nicht. Und jetzt einmal baue ich mich irgendwo gefährlich hoch. Und dieses Ding denkt sich, es ist seine Chance. Komm, Junge, ich baller dich weg. Komm, jetzt. Bam, komm. Jetzt, ja, ja, voll in dein Gesicht, Junge. So, jetzt hoffen wir wirklich mal, dass ich jetzt nicht hier sterben werde. Oh, au, weil die Festungen sind ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn wir richtig viel Glück haben, bekommen wir sogar direkt einen Kopf. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich. Und Leute, ich baue übrigens die Blaze-Spawner ab, ohne die zu farmen, weil wir erstens genug Blazes zu Hause haben. Und zweitens, ich jetzt keinen Bock habe, hier zu sterben. Und dazu kommt auch noch, dass es halt einfach so ist, dass wir auch direkt am Spawn eine fette Nether-Festung haben, wo die Blazes spawnen. Da vorne sind Nether-Warzen. Die brauchen wir. Ich glaube, ich habe noch keine. Dann können wir die direkt anbauen und da können wir nämlich Tränke auch vor allem draus machen. Ich glaube, Tränke und Blöcke sogar. Blöcke, stimmt. Aber so geile Blöcke, die auch eine gute Farbe haben zum Bauen vor allem. So Leute, ich bin jetzt bei Level 47. Ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt 50, wenn wir aus dem Nether rausgehen. Ist auf jeden Fall erreichbar, aber 50 ist dann wirklich Open End, Alter. Mehr als 50 will ich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht haben. Weil 50, da können wir 10 Sachen enchanten. 10 Sachen auf Level 30 enchanten. Ihr kleinen Viecher. Ich bin ja mega low. Warum bin ich so low? Ich habe da gerade gar nicht drauf geachtet. Gerade überhaupt nicht drauf geachtet. So, Jungs, wir sind jetzt bei Level 49. Noch, keine Ahnung, dreiviertel Level circa. Dann sind wir bei 50. Und nebenbei, wie gesagt, laufe ich jetzt nach Hause. Beziehungsweise nach Hause zum Portal. Und dann müssen wir ja vom Portal aus wieder woanders hinlaufen. Jungs, das muss ich unbedingt mal fixen. Und schaut mal, direkt neben unserem Portal wäre sogar direkt auch eine Festung. Und aua, das tat weh. 50 Level, Leute, erfarmt.
mit der Hoffnung 36 zu bekommen hier in den Nether gegangen. Und jetzt haben wir wirklich die 50 bekommen. Das ist echt, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Jetzt heißt es nur noch nach Hause kommen irgendwie. Und Junge, dich mache ich fertig. Dich mache ich fertig, Junge. Bam, komm. Komm, Junge. Stress, suchst du Stress? Bam, bam. Zack, Junge. Ich glaube, alles ist verbrannt. Aber egal. Ich habe es ihm gezeigt. Einfach Respektschelle. Ding ist halt, wir müssen noch nach Hause kommen. Zu Hause heißt es dann, all den Diagramm nehmen und jetzt wirklich das Ziel erreichen, was wir schon seit sonst die vielen Folgen verfolgen, so. Nämlich endlich alle Dia-Sachen voll enchantet zu haben. Hoffentlich auch gut enchantet zu haben. Und das nächste Ziel in der nächsten Folge wird dann als allererstes erstmal sein, dass wir einen ordentlichen Fahrstuhl nach dort oben bauen. In unseren Berg, in unseren fliegenden Berg. Okay, und wir dort oben dann nämlich immer easy hoch und runter kommen, egal ob es runter in die Mine oder runter ins Wasser ist. Ich lege jetzt erstmal wieder allen Nether-Kram hier in die Chest und mal gucken, was wir dann auf dem Bogen für Enchantments bekommen. Weil ich denke mal, ein Bogen wird später auf jeden Fall noch ganz wichtig. Und deswegen, los geht's. Also, erstmal Bogen sagt Haltbarkeit 3 nicht so gut. Glück des Meeres auch nicht so gut, aber ich habe gesehen, Efficiency 4. Und das brauchen wir dringend. Das brauchen wir wirklich dringend. Und deswegen mache ich es jetzt auch auf die Picke. Efficiency 4, sehr gut. So, Schutz 3. Wasseraffinität, ne? Bann 3, Junge, wer braucht das? Stärke 3 und Haltbarkeit. Also Haltbarkeit auf der Axt kann man immer gebrauchen eigentlich. Deswegen werde ich das enchanten. Und Effizienz 3, sehr gut. Effizienz 4 auf der Schaufel. Komm, wir gönnen uns. Wisst ihr, wir haben 44 Level. Und Behut. Ja, Behutsamkeit ist richtig, richtig wichtig. Behutsamkeit ist echt wichtig. Flamme oder Schutz 4? Ich nehme Schutz 4. Schutz 4 ist auf der Rüstung, brauche ich auch viel, viel mehr. Ich glaube, wir nehmen Stärke 3. Ich nehme Stärke 3 her. Ich würde sagen, ich enchante den auf Atmung 3. Und falls wir nichts Besseres auf den Helm bekommen oder falls da nichts mehr raufkommt, würde ich noch einen anderen Helm holen und den dann auch enchanten. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir wirklich Glück. Schutz 3. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist jetzt richtig schwierig. Haltbarkeit brauchen wir nicht. Ich würde sagen, Efficiency 4 nehmen wir da lieber. Ich würde sagen, bei der Picke, weil die Picken werden wir am schnellsten verbrauchen. Wirklich mit am schnellsten. Das wird so schnell weg sein, alles. Deswegen. Super. Efficiency 4, Haltbarkeit 3. Sehr gut. So, Leute. Ich würde sagen, das sieht doch echt bisher jetzt ganz gut aus. Full Dia. Enchanted. Sehr, sehr schöne Tools. Muss ich wirklich sagen, die Tools. Hätte auch noch ein bisschen besser laufen können, muss ich sagen. Aber sieht gut aus, super. Haltbarkeit 3 wäre mir hier noch überall wichtig. Und vielleicht später auf jeden Fall dann noch Reparatur. So, Leute, ich habe das hier jetzt alles ein bisschen abgefarmt. Und irgendwie sind hier so ein paar Viecher aufgetaucht, Junge. Die wollen ein bisschen Stress, habe ich das Gefühl. Aber lieber nicht. Ich gehe lieber kurz mal ins Bett. Schnell ins Bett. Leute, ich würde sagen, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen das Bambus abgefarmt. Und das Zuckerrohr, das Weizen. Hab jetzt hier auch wieder ordentlich was. Ich würde sagen, es war ja sehr, sehr, sehr ereignisreiche Folge. Wir haben heute viel, viel geschafft, was mich sehr, sehr freut. Und bald geht's dann richtig los. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal und ja, Leute, ciao. Kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel draußen seid oder so, im Sommer vor allem, und ihr schwitzt und dann kleben eure Eier an euren Beinen?